Servus Leute, Neo hier und ein weiteres Kommentar von mir. Jawohl. Ja, ihr seht hier eine knackige Runde Suchen und Zerstören. Ist eine relativ gute Runde, also für mich jedenfalls ist sie gut ausgegangen. Ich tue die Gegner doch hin und wieder extrem schänden. Hab hin und wieder Glück, veraime total, aber mein Gott, Glück brauche ich auch mal und das habe ich hier die Runde. Ist auch relativ lustig, weil das war ein Holländer-Clan, also vier Leute aus einem Clan. Und die haben mir dann geschrieben, dass die einen Clan-War gegen mich haben wollen. Also mit meinem Clan, logischerweise. Aber da hatte ich irgendwie keinen Bock zu. Und da habe ich jetzt hier die Runde quasi, hatten sie ihren Clan-War gegen mich und ja, ihr seht das Ergebnis gleich hier. War relativ lustig. So, mein Thema. Ich habe wirklich sogar ein Thema, was jetzt nicht wirklich, wo ich nicht viel dazu sagen werde, sondern wo mich eure Meinung extrem interessieren wird. Und zwar ist COD Ghosts. Freut ihr euch schon drauf oder ist es eher so wie bei mir, dass es euch total egal ist? Also bei mir ist auch wirklich der Teil, ob du nun rauskommst oder nicht, ist mir eigentlich Boogie. Ich bin jetzt da nicht so hibbelig wie bei Black Ops 2, dass ich jedes Detail wissen muss und was für Waffen dabei sind, das ist mir bei dem Teil extrem egal. War es mir aber auch schon bei MW3, dass es mir komplett egal war, was bei MW3 dabei ist, weil ich absolut kein Fan des Entwicklerstudios bin. Aber das sind ja eh die Lager ein bisschen gespalten. Da gibt es Leute, die Treyarch-Fanboys sind, wo ich dazu gehöre und manche finden halt die anderen gut. Infinity Ward heißen sie. Nee, aber wie gesagt, ist jetzt nicht so mein Stil, weil generell das alles nicht so mir schmeckt. Das ganze alles. Die Maps schmecken mir absolut nicht. Die Maps finde ich abartig bei Infinity Ward, sind alles Piss-Maps. Aber Schrotflinten sind gut bei Dings da, deswegen hoffe ich mal, dass es wieder eine große Anzahl von Schrotflinten gibt und nicht bloß vier Stück wie bei Black Ops. Ja, aber könnt ihr mal in Kommentare schreiben, was ihr, ob ihr euch auf MW Ghost, genau, COD Ghosts freut oder nicht. Oder es euch egal ist, wie bei mir und dass ich das einfach auf euch zukommen. Das würde mich mal extrem interessieren. Bei mir ist wirklich so, wenn es kommt, spiele ich es natürlich, suchte ich es wie Sau. Logisch, ich bin ein kleiner Suchti. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da unbedingt heiß drauf bin und alles wissen muss. Kommen auch, glaube ich, jetzt in den nächsten Tagen irgendwelche Multiplayer-Leaks raus, die wieder total wichtig sein werden, die da rauskommen. Also es ist. Die werden wieder Sachen preisgeben. Wow, man wird bestimmt rausfinden, dass bei MW Ghosts oder COD Ghosts, keine Ahnung wie es heißt, das ein Ego-Shooter ist. Das wird man, glaube ich, dann leaken. Nee, das wird immer irgendwelchen Bullshit preisgeben. Das war bei MW3, glaube ich, auch schon so, wo irgend so ein fetter Juggernaut dort langgesprungen ist mit seinen fetten Klamotten. Und ja, wow, das wird, glaube ich, eh nichts Wirkliches geleakt werden. Danach werden, glaube ich, wie immer auf mysteriöse Weise irgendwelche Videos erscheinen mit Multiplayer-Details, wie es eigentlich immer ist. Und dann. Ich weiß nicht, ich werde mir zwar drei, vier Videos davon angucken, aber generell wird es mir Boogie sein, weil Überraschungen werden nicht viele dabei sein. Es wird wieder Predator dabei sein von Killstreaks her. Und was ist denn sonst immer dabei? Cobra wird dabei sein und whatever. Waffen auch, ACR, PDW, MP7, die ganzen Dinger werden auch wieder dabei sein. Von daher, Maps werden pisse sein. Ich glaube da nicht, dass die Überraschungen ganz groß sein werden. Vielleicht wirst du als Killstreaks noch so einen kleinen hässlichen Köter steuern können, aber naja. Mich wundert eh, dass die bei COD so groß auf die Story setzen, weil die tun ja immer so zuerst die Story liegen und dann erst irgendwann im Multiplayer. Aber die Story interessiert eigentlich keinen Schwanz, also jedenfalls nicht viele. Ich glaube, das Spiel spielen größtenteils, ja, ich 10 Millionen Leute wegen Multiplayer und nicht wegen Storyline, aber sie tun da einfach extrem viel Geld investieren in diesen 3 Stunden Storyline, was ich nicht nachvollziehen kann. Jo, jetzt komme ich auch schon zu meinem Ende. Nicht zu meinem Ende, sondern zum Gameplay-Ende. Ist relativ lustig, ich habe mir das Gameplay jetzt auch nochmal angeguckt und manche Szenen sind dabei, waren Spiel komplett anders. Ich habe es hier vom Kinomodus abgefilmt und weiß ich nicht, entweder hat man einen anderen Blickfeld, wenn man live spielt oder der Kinomodus ist einfach extrem buggy oder so, weil ich sehe Gegner bedeutend kürzer, die ich im Spiel länger gesehen habe oder auch umgedreht. Dass ich Gegner kürzer sehe und sie aber ein Spiel länger gesehen habe, das ist ein bisschen crazy. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen auf Quack wieder. Jo, leider gibt es keine Outtakes. Ich habe das beim ersten Versuch hingekriegt. Bin ich ein bisschen stolz auf mich. Kann ich ein bisschen auf meine Schulter klopfen? Hau euch rein, genau. Das ist ein kleiner Outtake von mir. Haut rein, wünsche euch einen schönen Tag und rein. Tschüss, bis später. Gott, das ist scheiße.